So, liebe Leute, probieren wir es nochmal mit der Templerjacke und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Das wird nicht ganz einfach werden. Ich vermute, dass wir alles nochmal neu machen müssen. Warum auch immer der mich gesehen hat, warum auch immer ich gesehen wurde in dem Moment. Sieht ernsthaft. Komm mal her, mein Freund. Super, dass ich jetzt... Ernsthaft, hier stehen so viele tausend Gegner rum. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Gegner snacken. So, weg damit. So. Da steht der nächste Depp. Willst du, dass ich darüber komme? Brauchst du nicht. Wir müssen immer noch, die sind dieser Templerjagd dran. So, tot. Ihr könnt eigentlich auch weitermachen, Leute. Ihr braucht mich jetzt nicht dauernd nach zu... Ja. Dann machen wir das. Und warum gehst du nicht runter? Nö, brauche ich. Wofür brauche ich das denn? Wofür muss ich denn da? Lass mich raten, das war schon das Ziel, oder? Boah, Alter. Nein, war's nicht. Ich muss mich mal... Ja, hast du. Schön für dich. Aber, hau ab. Na, ernsthaft jetzt? Lass mich raten, die kommen natürlich jetzt alle durch die Luke. So, der nächste, der jetzt da irgendwo herkommt. Willst du nicht? So, der nächste. Ich rate, die kommen jetzt auch wieder durch. Was ist denn der jetzt überhaupt? Der ist über mir, ne? Oder unter mir, wie auch immer. Ach, der Chef persönlich kommt auch noch vorbei. Auch nicht schlecht. Okay, na gut. Nehmen wir die Dings noch mit hier. Dann verschwinden wir hier von hier. Und dann gehört uns das nächste Gebiet. Leider nicht mit dem Kopfschuss getötet, weil er uns eigentlich jetzt auch entgegengekommen ist. Aber wir nehmen es trotzdem mit und holen uns das Gebiet. So, damit gehört der nächste Teil uns.
Und da fehlt uns fast nur noch bei dieses Trend. Nicht mehr so viel. Dann gehen wir hier mich jetzt hier hoch, die Kinderbefreiung machen. Und dann haben wir da auch schon das Gebiet. Also ich, vielleicht schaffen wir es in der Aufnahme, dieser Aufnahmesession hier die Kinderbefreiung, das Gebiet einzunehmen hier komplett. Das wäre super. So, dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Ja, schade, der Typ hätte ich gerne mit dem Kopfschuss getötet und wäre dann weggegangen, aber scheinbar ist er dann auf die Idee gekommen, ich könnte... Ach, ich hätte ihn vielleicht von da unten holen können, ne? Okay. Also egal, komm. Scheiße, wir haben ihn letztendlich bekommen. Damit ist es dann in dem Moment auch wurscht. Wo sind denn die Kinder? Und zwar, da ist die Fabrik. Aha, da unten, okay. Bring ich, glaube ich, da hin. Ich muss wahrscheinlich über bestimmte Gebiete gehen. Ich versuche natürlich die Kinder komplett zu befreien. Also so zu befreien, dass es sicher ist. Also beziehungsweise nicht nur sicher, sondern einfach die Herausforderung mitgenommen. Umso besser ist das. So. Die haben da irgendwas auf dem Dach stehen. Du bist ja niemand mal an mir, mein Freund. Und tschüss. Ach, da hinten ist doch was. Oh Gott. Das war der letzte. So. Gut. Und jetzt versuche ich mir mal gerade so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Es sind einige Gegner, das ist klar. Das hat mich auch, alles andere hat mich dann auch nicht gewundert. So, da unten ist natürlich wieder ein Feind. Die Frage ist der draußen? Ja, der ist draußen, oder? Okay, machen wir es so. Die sind alle da drin, das ist mir in dem Moment aber auch relativ egal. Warte, ich hole mir jetzt mal den hier. Kinder befreit. Entschuldigung, mein Freund, ich hab dich nicht gesehen. Kinder weg. Kinder befreit. So. So muss ich mir irgendwie mal den kleinen. Ich komme nicht rein, das ist das Problem von hier außen. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier ein bisschen außen mich durcharbeiten kann. Zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden wird. Da hinten ist eine kleine. Warte mal. Was? Da kommt der jetzt hierher. Nehmen wir mit. Und tschüss. Warte mal, der will ja jetzt darüber, ne? So, auch ihr werdet natürlich jetzt befreien, meine Lieblingskinder. Keine Sorge. Weg mit euch. Eigentlich keine großen, aber du bist ziemlich nett. Ja, so ist das manchmal halt. So, ich muss mir natürlich wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Ich versuche ich auch gerade. Der kommt jetzt wieder hierher, das ist gut. Denn sein Kollege geht weg.
Und ich nehme mal die Alarmglocke raus. Wahrscheinlich nicht nur eine, ne? Aber Gott sei Dank, es sind mehrere. Hast du gerade zu mir die Schankedön gesagt? Ja, scheiß drauf. Egal. So, 14 und 3 Kinder und ich versuche gerade mal mich mal durchzuarbeiten. Die nächste Glocke steht draußen. Aha. Ja, super. Die stehen alle jetzt vor mir vor der Tür, oder was? So, dann nehmen wir mal. Die anderen Kinder stehen unten, okay. Ja, ist gut. Ich will manchmal mache ich nur. Oder steht überhaupt hier irgendwas draußen? Oder stehen die alle jetzt da oben? Da steht die Glocke. Okay. Was wird? Was war das? Ich versuche da so runterzukommen. Die dritte Ladung Kinder diesen Monat. Immer noch kein Fortschritt. Schon klar, dass der Kinder ist, dass es ja da wirklich ist. Hup. Oh, tschüss. Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastarden etwas Angst einjagen. Den Alarm nehmen wir mal raus. Dann haben wir das schon mal. Haben wir das schon mal erledigt. Jetzt probiere ich natürlich. Super, ich muss natürlich jetzt versuchen, wieder ranzukommen in den, ne? Warte mal. Scheiße, alles super. Die habe ich natürlich gesehen, aber das ist mir im Moment auch wurscht. So, viele Gegner sollten jetzt nicht mehr so unterwegs sein. Hier sind oben noch ein paar und da sind auch noch mal Kinder. Die letzten. Die wir uns holen müssen. Den Vorarbeiter töten, der steht auch irgendwo da. Oder wahrscheinlich sind es die Vorarbeiter. Dann gehe ich da lang. Ah, scheiße. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Wie wäre es zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Tot. So. Die sind gefühlt da oben jetzt irgendwo. So, wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, ich könnte wetten, dass ein paar vermisste Freunde sehr motivierend wirken. So, komme ich oben das Dach? Das wäre vielleicht eine Idee. Warte mal, ich muss ja irgendwie eine Möglichkeit finden, jetzt das Dach zu hüpfen, ne? Weil, Gefühl komme ich nicht rein, sonst. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Ah, super. Okay, also müssen wir uns doch da irgendwie nochmal hochschlagen. Ja, ist gut. Okay, egal, alles ist gut. Jetzt muss doch mal eine Treppe hochgehen. Da ist noch eine. Okay, das ist gut zu wissen. Dann versuche ich da jetzt ranzugehen. Ich will nämlich die, wie gesagt, ich muss die Kinder noch befreien. Und mal den Vorarbeiter-Snack. Ich habe keine Messer mehr, das ist das Problem.
ich, da oben drüber? Ne, es ist zu hoch. So. Leider keine mehr weiteren Messer. So, komm mal her, mein Freund. Das ist super, dass jetzt sehr natürlich. So, weg mit euch. So. Jetzt habe ich wieder ein Messer. Warte mal, ich muss mich jetzt so checken. Ach, da oben sind... Okay, dann geht das doch hier hoch. Der kleine süße Vorarbeiter wird jetzt gleich fallen. Scheiße, nein! Ich habe mich verschossen. Befreit, Feierabend. So, geschafft. Meine Gott. Was haben wir denn noch hingekriegt? Da, super. Kinderbefreiung abgeschlossen. Wir haben keinen Alarm ausgelöst. Dementsprechend haben wir natürlich auch die Aufgabe gelöst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed und vielleicht geht es dann weiter mit ein paar Nebenmissionen. Bis dahin und tschüss.